Ja, moin, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über drei der neuen Lego City Sets. Alles weitere nach dem Intro. Rein da! So, herzlich willkommen zum neuen Video. Zum dritten Video jetzt dieser kleinen Reihe. Vorgestern kam ja schon das Video über den Einkauf generell, gestern das Video über die Jurassic Park Sets zum 30-jährigen Jubiläum vom ersten Teil und heute sprechen wir mal über zumindest die ersten drei City Sets der neuen Arktik-Reihe, die ich jetzt quasi schon habe, und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß dabei. Fangen wir an mit dem kleinsten Set. So, wie ihr in der Aufbau-Timelapse gerade gesehen habt, ist das Set halt relativ klein und überschaubar, aber trotzdem sehr, sehr schön. Fangen wir mal hier an mit dem Skidoo. So, scharf gestellt hat er. Ne? Wir haben hier halt quasi die Fahrerin, die hat natürlich halt auch noch, komm, wenn dann macht man das richtig, ne? Wenn sie dann halt durch den Winter fährt, kriegt sie halt hier einen vernünftigen Helm auf. Haben hier mit diesen Technikteilen die Kette angedeutet, haben hier halt ganz normal die Skier. Find's insgesamt schön gebaut, ist halt auch mal was anderes. Auch die Farbgebung gefällt mir sehr, sehr gut mit dem Orange, Dunkelblau, mit dem, was ist das, Light Aqua oder was? Oder Hellblau, keine Ahnung. Besondere hier, das Teil hier vorne ist bedruckt. Das kommt auch noch bei den anderen Sets vor, aus der Reihe, die ich habe. Da sind die auch alle bedruckt. Ja. Dabei ist dann halt noch hier, für wenn sie nicht unterwegs ist, die Frisur. Dann haben wir hier einen Flutschfinger. Nein, kein Flutschfinger, einen normalen Fisch. Kennt man ja auch, ne? So die stinknormalen Lego-Fische. Komm, jetzt stell scharf. Ja, wunderbar. Das eigentliche Highlight aus dem Set sind aber die Tiere, die dabei sind. Und zwar ist da noch eine kleine gebaute Mini-Eisscholle dabei mit ein bisschen Wasser. Und darauf befinden sich zwei Robben. Eine große und eine kleine. Ja, also das ist halt so, das hier war halt quasi der Hauptgrund, weshalb ich mir das Set gekauft habe, weil die Tiere einfach so toll sind. Die sehen richtig, richtig schön aus, schön designt und hey, jetzt sind Tiere. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Thank you.
das nächstgrößere Set aus der Reihe, was ich habe. Da muss ich tatsächlich ein bisschen mehr zeigen. Womit fangen wir denn an? Wir fangen damit an, mit den vereinzelten Tauchern. Na, hier, der Kollege zum Beispiel. Sehr schön scharf gestellt. Ihr seht den Helm. Das ist der neuere Taucherhelm, den es bei den Sets zum National Geographic schon gab. Da waren die rot, hier sind die jetzt halt in diesem Blau gehalten. Na, sehen halt sehr, sehr danach aus für Tiefseetauchen. Ja, dann haben die hier halt orangene Flaschen. So eine Kamera in Blau hatte ich bisher auch noch nicht. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier den Aufdruck von dem Torso. Das ist der Taucheranzug, finde ich richtig gelungen. Davon in der Art ist einer dabei. Dann haben wir hier noch zwei Taucher mit dem etwas älteren Taucherhelm und der etwas älteren Maske. Davon sind zwei Stück dabei. Sind wir schon bei drei Minifiguren. Dann haben wir noch einen, ja, das medizinisches Personal, würde ich sagen. Ne? Halt mit Spritze und dann sieht man hier aufgedruckt ein Stethoskop und ne? So halt medizinisches Personal. Dann das nächst größere Bauwerk aus dem Set, wo dann halt die nächste Minifigur drin sitzt, ist dieser Tiefseetauchroboter. Oder ne, ist ja kein Roboter, sondern dieser Tiefseetauchanzug. Ne? Da kann man hier oben aufklappen, kann man hier vorne runterklappen, da sieht man dann die Figur da drin. Ne? Hat dann halt hier seine Arme, womit man dann halt unter Wasser gut was greifen kann. Wir haben hier an dem Kragen oben Beleuchtung. Ne? Und auch dieses Teil hier ist bedruckt. Finde ich ein schönes kleines Minimodell in diesem Set. So, womit mache ich jetzt weiter? Mache ich jetzt mit dem Wrack weiter, was dabei ist? Oder nehme ich das Herzstück aus diesem Set? Ich weiß nicht. Wir nehmen erstmal das Wrack. Das hier ist das Wrack aus dem Set. Wir haben hier oben zwei Haie, die hier im Kreis drumherum schwimmen. Finde ich unfassbar witzig. Wir haben den großen Hai, der hier aus der Höhle rauskommt. Na, hier, guckt. Na, Fische sind Freunde, kein Futter. Und die Besonderheit, diese kleinen Fische hier, der da und der da oben, das hier auf der anderen Seite sind auch noch zwei, die, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf der Kamera sieht, so, aber die leuchten im Dunkeln. Und im Dunkeln leuchtend hatte ich diese Fische auch noch nicht. Was haben wir dann hier noch? Wir haben hier dann noch einmal und auf der anderen Seite auch zwei aus Einzelteilen gebaute Quallen, würde ich das nennen. Ein bisschen Grünzeug hier mit dabei. Hier ist dann noch da ist noch ein kleiner Schatz. Hier haben wir dann halt noch den alten Piraten-Captain, der noch mit seinem Säbel in der Hand da liegt und einen Diamant in der Hand hat. Ja, so ein schönes, kleines, ja, ein schönes, kleines, altes Schiffswrack. Da sieht man halt hier noch die Seitenteile von dem Schiff, was dann halt erforscht werden kann. Das große Highlight aus dem Set, und das fand ich tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich erstaunlich, wie groß das ist. Das ist das U-Boot. Jetzt guck mal, so groß ist dieses U-Boot. Auch hier das Teil, und genau so eins ist auch auf der anderen Seite, ist auch bedruckt. Hier die Zahl an der Seite, das ist ein Sticker, ist hier an der anderen Seite auch. Hier oben drauf, das ist ein Sticker. Bei dem Set waren, glaube ich, nur 4 oder 5 Sticker dabei. Nicht wirklich viel. Ja, das ist das U-Boot. Haben wir hier vorne so Greifer dran. Gab es bestimmt schon mal in einem Set. Ich wüsste jetzt gerade noch nicht, in welchem. Aber die sind halt so aufgebaut, dass wenn man zwei zusammendrückt, dass dann halt wirklich alle vier aufgehen. Dann haben wir hier hinten drei Schrauben. Die hier lassen sich so ein bisschen verstellen, die äußeren. Der in der Mitte nicht, aber drehen tun sie sich trotzdem alle. Dann
haben wir hier hinten unten noch so einen kleinen Kran. Das Teil hier ist bedruckt. Ja, dann können wir hier vorne die Kuppel aufmachen. Und da sehen wir dann Minifigur Nummer 6 aus diesem Set. Wir können nicht nur da vorne aufmachen, wir können natürlich auch hier den Deckel aufmachen. Nicht wundern, hier liegen jetzt noch ein paar Haarteile oder ein paar Frisuren drin von den Tauchern. Für wenn ihr dann halt ihren Taucherhelm nicht aufhaben. Hier ist so ein bisschen was zum Forschen drin, ein paar Computer und so sind hier angedeutet. Eine kleine medizinische Abteilung ist hier angedeutet, was man halt so braucht. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben auch noch die Möglichkeit, wir können hier die Seite aufklappen und finden dann hier drin noch so ein kleines Forschungs-U-Boot. So eine kleine U-Boot-Drohne, wenn man so möchte. Die hat hier auch links und rechts so ein bisschen Beleuchtung und hat hier auch ein paar kleine Greifer und kann natürlich auch rein theoretisch, wenn sie dann halt unter Wasser irgendwie ein Problem hat, können die natürlich dann auch mit Hilfe des U-Boots geborgen werden. Das ist eine schöne Spielerei. Ja, ja. Und auch hier die Farbgebung, die zieht sich halt hier auch so durch. Ne? Orange, dunkelblau und dieses hellblau. Und ich war echt wirklich erstaunt tatsächlich darüber, wie groß dieses U-Boot ist. Also es wirkte auf den Bildern, ja, es kam relativ groß rüber. Ich habe aber bei weitem nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich so groß ist. Das war dieses Set. Zu meinem persönlichen Highlight, zu meinem persönlichen Favorit aus dieser Reihe. Ich schiebe das mal gerade hier hin. Nur um das schon mal zu sehen, ja, dieses Schiff ist verdammt groß. Aber damit fangen wir noch nicht an. Wir fangen klein an. Wir nehmen den mal an die Seite. Das ist quasi Highlight. Wir fangen mal damit an, mit dem, was man so unter Wasser findet. Da ist hier so angedeutet ein kleines möchte gern Wracküberbleibsel von einem Wikingerschiff. Ne, da sieht man hier den, keine Ahnung, was soll das sein, hier Drachenkopf, Seeungeheuerkopf,
Blabla-Kopf, keine Ahnung. Hier eine Schatzkiste, wo dann halt noch ein alter Wikinger-Schild drin ist und eine Streitaxt. Hier die Krabbe, die trägt halt den Helm. Finde ich sehr witzig. Und das ist halt das, was dieses große Schiff erforscht. Naja, ist natürlich nur Spaß. Da kann natürlich auch das Schiffswrack aus dem letzten Set, was ich gezeigt habe, erforschen. So, dann das nächste. Da haben wir dann auch direkt die ersten zwei Minifiguren. Ist halt hier dieses kleine Schlauchboot mit einem, der das Schlauchboot fährt. Und einer, der hat dann noch eine Kamera dabei, weil die quasi auch auf Expeditionen gehen, um ein Tier zu fotografieren, wo ich später zu komme. Das hier sind also Minifigur 1 und 2. Halt, kleines Grund zu dieses Schlauchboot, ne? Hier so möchte gern Antrieb angedeutet. Ne? Und lässt sich dann hier auch auf dem großen Schiff lagern. Da waren Figur Nummer 1 und 2. So, dann haben wir auch hier einen solchen Taucher dabei. Mit einem Kompass. Das ist Minifigur Nummer 3. Dann haben wir hier Minifigur Nummer 4. Sieht aus wie eine Wissenschaftlerin. Coole Frisur übrigens. Die habe ich bis jetzt, glaube ich, nur in. Habe ich die bis jetzt nur in Schwarz oder so? In der Farbe habe ich sie auf jeden Fall noch nicht. Na, das ist Minifigur Nummer 4. Dann haben wir hier eine Arbeiterin, die halt. Ja. Würde ich sagen, eine Arbeiterin, die halt an Deck von dem Schiff arbeitet. Das ist Minifigur Nummer 5. Ihr seht schon eine ganze Menge Minifiguren dabei, was mir persönlich halt auch sehr, sehr gut gefällt. Dann haben wir hier jemanden, dem würde ich durchaus sagen, dass der Kollege der Kapitän von dem Schiff ist. Ja, mit seinem schönen Pelzkragen. Das ist Minifigur Nummer 6. Und Minifigur Nummer 7, die zeige ich euch quasi jetzt mit dem zusätzlichen Mini-Bauwerk. Und es ist natürlich, das darf in keiner City-Reihe fehlen, ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber, der rein theoretisch mit dieser Art von Kufen auch auf Wasser landen könnte. Wir haben hier einen relativ filigran gestalteten Schwanz mit dem Heckrotor, Frontmotor. Und hier ist Minifigur Nummer 7. Ist der Pilot von dem Hubschrauber. Was mir bei dem Hubschrauber jetzt so ein bisschen fehlt, sind halt hier die Antennen, die Figur in der Hand hat. Ne, die halt hier jetzt nicht gebaut sind. Wahrscheinlich fliegt ja den Hubschrauber nur digital. Ich weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall, mir hat es sehr gut gefallen, den so zu bauen. Es gab damals mal eine andere Arktik-Reihe. Da war auch ein Hubschrauber mit dabei, der auf Wasser landen konnte. Der sah auch ganz cool aus. Also es gibt durchaus Hubschrauber bei Lego, die echt schön sind. Die mir richtig gut gefallen. Dann das letzte Mini-Bild. Ihr seht hier Spielwert ohne Ende bei diesem Set. Auch hier so ein kleines Expeditionsgreif-Dingenskirchen-U-Boot. Ne, so eine, keine Ahnung, nennt man das Unterwasserdrohne? Ich weiß es nicht. Ne, auch hier mit Beleuchtung, hier die Greifer. Und hier ist wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, ein Gyroskop drin, eine Kamera drin und so weiter und so fort. Ne, kleines Forschungsteil. So, kommen wir jetzt nun zu dem Schiff. Ihr seht quasi gerade nichts. Ich halte das mal hoch. Also dieses Schiff besteht... Moment, bevor hier alles fliegen geht. Hier ist nämlich auch noch ein Laptop und eine Frisur drauf. Dieses Schiff besteht aus zwei Rümpfen. Dieser Rumpf hier ist bekannt. Das ist der mit der Aussparung. Der ist bekannt aus dem letzten großen Schiff. Da gab es schon ein Feuerwehrboot mit. Und dann noch eine Reihe davor gab es da schon mal ein Schiff mit. Dieser Rumpf hier ist neu. Dieses Rumpfteil ist länger als dieses hier. Was dann halt bei diesem Schiff am Ende ausmacht, ist, dass dieses Schiff 71 cm lang ist. Und jetzt fangen wir mal von hinten nach vorne an, was wir hier an Spielwert haben. Wir haben hier einen Kran. Auch bei diesem Kran, diese Teile hier oben drauf, bedruckt. Wir können hier die Klappen öffnen. Ja, wir können hier die Klappen öffnen. Hallo. Und haben dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir dieses Forschungs-U-Boot können wir dann quasi dann durch dieses Loch, was hier entstanden ist, können wir dieses Forschungs-U-Boot dann ins Wasser lassen. Und das geht sogar wirklich, weil dieses Boot kann schwimmen. Ja, so.
Also wir haben hier den Kran. Den Kran, den kann man natürlich, ist ne, bekannter Lego-Kran. Den kann man rausziehen, den kann man hier, das sitzt noch ein bisschen, das sitzt ein bisschen stramm, den kann man kippen, den kann man drehen und natürlich hoch und runter machen. So. Dann können wir die Klappen hier mal wieder zumachen, damit keiner ins Wasser fällt. Hier ist der Lagerplatz für das kleine Mini-U-Boot. Und hier oben drauf auf diese schwarzen Teile, die man hier sieht, ne, ist auf der anderen Seite auch, da können wir das Schlauchboot ablegen. Ja. Hier haben wir noch den, dann noch die Möglichkeit, hier kann man halt Schwimmwesten und so weiter noch und so fort so noch aufhängen. Ne. Und hier hat man dann halt schön die Abdeckung, wo dann halt die beiden Rümpfe rückwärts gegeneinander stoßen, damit man das nicht so sieht. Hier an die schwarzen Teile, an diese schwarzen Teile, da werde ich mir noch, werde ich mir im Nachhinein noch bauen, diese kleinen, aus diesen gelben runden Teilen so kleine Bojen bauen, damit man halt an der Kaimauer nicht das Boot quasi zerstört. So, dann nehme ich mal hier vorne den Hubschrauberlandeplatz ab und nehme mal die Brücke ab. Dann haben wir hier unten haben wir zwei Schlafplätze. Lustigerweise genau hier in der Mitte ist eine Toilette. Das da ist eine Toilette. Und hier haben wir dann auch Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Und dann, bevor dann halt irgendjemand was sagt, ja, die Leute, die kommen da auch hin, weil hier sind nämlich auch Türen eingebaut. Und über diese Leiter, die ihr hier seht, da geht es dann hoch auf die Brücke. So, jetzt mal den Hubschrauberlandeplatz wieder hier drauf. So, das hier ist die Brücke. Na, das hier vorne, ja, das hier vorne ist ein Aufkleber. Auch bei diesem großen Schiff sind insgesamt nur 6 Aufkleber dabei. Na, hier haben wir eine Tür, wodurch durch die man auf die Brücke kommt. Und auch hier können wir das Dach öffnen. Und da seht ihr hier ein schöner lichtdurchfluteter Raum mit 3 von diesen großen Scheiben. Haben dann halt hier in der Mitte. So, das hier ist der Platz vom Kapitän, der das Schiff fährt. Dann haben wir hier noch einen Platz für Navigator und hier dann noch einen Platz für denjenigen, der dann halt irgendwie, keine Ahnung, auf die Jagd nach Fischen geht oder so. Ne? Also das Schöne ist, ich denke mal, von den Figuren werde ich mir noch einige besorgen, weil 7 Mann Besatzung für so ein Schiff ist meines Erachtens dann doch zu wenig. Die Brücke muss immer voll besetzt sein. So, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich bin nicht in der Schifffahrt, ich arbeite in der Chemie, aber trotzdem sage ich, die Brücke muss immer besetzt sein. So, ja. Auch hier die Farbgebung halt wieder, ne? Orange, dunkelblau und das da. So, jetzt können wir die Brücke wieder hier draufsetzen. Der Hubschrauberlandeplatz ist wieder hier drauf. Dann setzen wir jetzt mal richtig wiederum hier drauf. Jetzt setzen wir dann halt alles wieder dahin, wo es hingehört. Und dann zeige ich euch das Schiff nochmal in die Kamera, wenn das alles dann da ist, wo das halt so hingehört. Es kommt dann gleich auch noch in der Detailaufnahme. Ihr seht dann hier vorne, wie der Hubschrauber hier drauf steht. Lustigerweise steht er dann halt genau im Blickfeld vom Kapitän, aber der hat ja eh sein Radar. Ne? Dann hier Brücke und das ist alles wieder drauf. Dann könnt ihr hier sehen, hier ist das Schlauchboot. Und wenn man das Schlauchboot runternimmt, darunter ist dann das kleine Mini-U-Boot. Aber auch dieses Set hat ein Highlight. Hat ein Highlight. Wir hatten jetzt bei dem letzten Set mit dem U-Boot, hatten wir Haie dabei. Die kleinen Haie, die gab es schon und den großen Haie, den gab es auch schon. Jetzt bei dem haben wir endlich, bitte stellt scharf, wir haben einen Orca dabei. Yay! Relativ groß, schöne Farbgebung und wir haben einen Wal. Wir haben einen Wal. Der sieht richtig cool aus. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Und es ist tatsächlich mal was anderes. Ja.
Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, so schön die Sachen alle sind, zwei Sets aus dieser Arktik-Themenwelt fehlen mir noch. Das eine ist wohl angeblich ist wohl Lego-exklusiv, wobei ich dann auch schon gesehen habe, dass man das auch bei Amazon bekommt. Und das andere war einfach beim Tobias noch nicht lieferbar. Er hat gesagt, ihm ist halt nicht geliefert worden. Ist nicht, ist halt Fremdverschulden, sag ich mal. Aber das wird auf jeden Fall noch nachgereicht. Und da werde ich dann auch noch ein Video zu machen, wenn die Sachen dann halt da sind. Gekauft habe ich die Sets alle, sowohl das aus gestern aus dem Video und halt auch die City-Sachen. Gekauft habe ich die alle beim Brick Hunter in Bayern unten. Der Link zu seinem Laden ist unten in der Videobeschreibung. Ne? Ich kann euch den nur wärmstens empfehlen. Unfassbar netter Kollege und unfassbar schöne Sets. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilen, liken, Daumen hoch oder wie LeFloid damals sagte, Teddy Hutgas. Teilen, Daumen hoch und der ganze andere Scheiß. Ne? Nur bin ich raus. Ciao.